So, ich habe mich entschieden, dass ich noch einen Part mache. Ich bin so verrückt und plane noch einen Part hier zu machen. Oh, was ist der Joker? Dafür müssen wir allerdings einmal nach Gridania zurück. Das heißt, wir können einmal ganz kurz unsere ganzen Dinge abgeben. Und unsere nächsten Klassenquests in Empfang nehmen. Würde ich einfach sagen, machen wir das so. Das würde jetzt aber auch der letzte Part für heute sein. Man guckt mal auf Taro, ist 23:41 Uhr, ich muss morgen wieder streamen. Was heißt, muss morgen wieder streamen? Will morgen wieder streamen. Und ja. Von daher habe ich da noch ein bisschen Schlaf, den ich brauche, um morgen fit zu sein. Deswegen, ja. Gib ihm. Wir meinen jetzt hier also so die letzten Sachen. So, geben wir erstmal alles ab. Hallöchen. Ah, du bist zurück. Ich nehme an, dass du die Aufgabe mit Leichtigkeit erfüllst. Erfüllt hast. Dann willkommen bei den Waldläufern, Ash. Es ist mir eine Freude, dich in unserer Gilde zu haben. Halte die Kunst des Bogenschießens hoch und höre nie auf, deine Technik zu perfektionieren. So wie ich und wir alle hier. Das bedeutet aber nicht, dass du von nun an alles auf ein Silbertablett serviert bekommst. Du musst selbst mit dem Bogen arbeiten, bis er dir so vertraut, als ob er ein Teil von dir wäre. Zuerst brauchst du die richtige Technik. Beobachte die fortgeschrittenen Schützen und wenn du dann selbst schießt, registriere all deine Bewegungen ganz genau. Und merk dir auch, wohin dein Pfeil geflogen ist. Beobachte daraus, lerne und den Ablauf perfektionieren. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Fortschritte. Okay. Ach ja, gut. Stufe 4 können wir hier noch nicht machen. Wir können aber hier einmal was annehmen. Du bist doch eine Abenteurerin, nicht wahr? Darf ich kurz um deine Aufmerksamkeit bitten? Könntest du dieses versiegelte Schreiben an Panel überbringen? Du findest sie auf dem Markt an der Rezeption der Schattenlaube. Wie bitte? Warum ich es nicht selbst überbringe? Ja, die Gridania sind nun mal nicht gerade umgänglich oder flexibel. Ich möchte nicht in die Verlegenheit geraten, mich mit Panel persönlich auseinandersetzen zu müssen. Es eilt auch nicht. Du kannst das Schreiben übergeben, wenn du sowieso mal an der Schattenlaube vorbeikommst. Na los, wir Abenteurer müssen uns doch gegenseitig unterstützen. So, ich fange jetzt schon mal an, so ein bisschen die Nebensachen anzunehmen. Das heißt, ihr könnt euch auf einen etwas drögen Part vorbereiten. Aber es geht immer auch da kein Weg dran vorbei. Denn auch das muss erledigt werden. Oder wir wollen es zumindest erledigen. So. Dann einmal hier hinein. Ah, das lädt sich hier wieder der Wolf. So. Und da können wir auch gleich noch was annehmen. Hier ist die Rezeption für Gehilfen. Was kann ich für dich tun? Hier. Ein Schreiben von der Abenteurerin Mibas. Verstehe. Sie will einige Gegenstände bestellen, die wir hier normalerweise nicht führen. Aber warum macht sie das so förmlich in einem Brief und kommt nicht persönlich bei mir vorbei? Ich beiße doch niemanden. Nur weil wir Gridania nicht gleich jeden dahergelaufenen Fremden mit Küsschen und Umarmung begrüßen, das ist noch lange nicht, dass man nicht mit uns reden kann. Ich sehe jedoch ein, dass wir zu euch Abenteuern vielleicht etwas freundlicher sein sollten. Ja, vielleicht. Erdscherben. Was ist das denn? Eine Abenteuerin, die nichts zu tun hat? Das kann ich gerne ändern.
Ich habe eine Bestellung vom Klagerregiment erhalten, kann mich aber gerade nicht selbst darum kümmern. Würdest du die bestellten Sachen für mich abholen und bei der pekinieren Scheingulett abliefern? Genau gesagt geht es um drei Gegensätze. Einen Hornspeerspitze, Bienenwachsfett und ein robustes Strohsal. Das bekommst du alles auf dem Markt, wenn du den Händlern ausrichtest, dass ich dich geschickt habe. Du hast Arbeit und mir würde eine große Last von den Schultern fallen. So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich bin einfach genial. Also, abgemacht, bei dich. Gut, wir nehmen aber einmal den Druiden. Einmal. Wir haben noch geschlossen. Ach, Persmontret. Wie auch immer. Schick dich, um die Hornspeerspitzen zu holen. In Ordnung, hier ist sie. Herzlich willkommen, Abenteuerin. Was ist dein Begehr? Du kommst im Auftrag von Diddle. Gut, ich habe das Bienenwachsfett schon bereitgelegt. Hier bitte sehr. Ich kann seinen Namen halt einfach nicht aussprechen. Bevor ich mir deinen heimlichen Zungenbrecher liefere. Mache ich das lieber so. Hier. Alaric. Hereinspaziert. Heute gibt es tolle Sachen im Angebot. Wie bitte? Du willst mir Diddle etwas abholen? Dann sag das doch gleich. Hier hast du das bestellte robuste Strohsal. Achso, und jetzt nach da hinten. Okay. Ja, so läuft man sicher halt hier die Hacken wund. Bisschen was haben wir ja hier noch zu tun. Du bringst die Lieferung? Yep. Wunderbar, genau das hatte ich bestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass Persmontre so schnell liefern kann. Ich bin beeindruckt. Du hast einen guten Herrn ausgesucht, von dem du noch viel lernen kannst. Juhu. Okay, hier gibt's auch wieder was. Ah, du bist doch die neue Abenteurerin, nicht wahr? Du könntest dich nützlich machen. Nacht für Nacht schleichen sich nämlich gefräßige Baumhörnchen unter dem Boden der Gilde der Pekiniere. Wenn du sechs davon erschlägst, vergeht im Übrigen bestimmt die Lust auf Nagen. Mit der Angelegenheit kann ich mich kaum an das Klageregiment oder Norfika Schar wenden. Die haben Wichtigeres zu tun. Eine Abenteuerin wie du kann sich jedoch mit solch einer Aufgabe die ersten Sporen verdienen. Wenn umgekehrt nicht einmal diese Aufgabe gewachsen ist, hat hier in Credania nichts zu suchen. Die Baumhörnchen leben im tiefen Wald. Komm wieder zu mir, wenn du deine Aufgabe erfüllt hast. Ich weiß, es ist keine Heldentat, die in den Liedern besungen werden wird. Aber mir tust du damit einen großen Gefallen. Okay. So, jetzt gebe ich einmal hier meine Quest ab. Willkommen zurück. Wie war's? Hat sich der Speer bewährt? Je öfter du zustößt oder schlägst, umso treffsicherer und kraftvoller werden deine Angriffe. Noch wichtiger jedoch ist, wie ich bereits erwähnt habe, dass du mutig bist. Mut ist der Schlüssel zur Meisterschaft über die Pike. Bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Du wirst sicher schnell Fortschritte machen. Natürlich könnte ich dir noch mehr beibringen, doch für heute will ich es bei dem Gesagten bewenden lassen. Schließlich musst du deine eigenen Erfahrungen sammeln. Zieh hinaus in die Wälder und suche die Herausforderung. Schwinge deine Waffe, bis sie dir wie eine natürliche Verlängerung deiner Arme erscheint. Okay. Und wir dürfen direkt den nächsten Auftrag annehmen. Ah, da bist du ja wieder. Wenn du bereit bist, können wir mit deiner Ausbildung fortfahren. Wie ich dir bereits beim letzten Mal gesagt habe, ist Mut der Schlüssel zur Meisterschaft über die Pike. Damit meine ich die Bereitschaft, im richtigen Moment das Nötige zu tun, auch wenn dabei das eigene Wohl auf dem Spiel steht. Das ist etwas anderes, als dich Hals über Kopf in jene Gefahr zu stürzen. Also musst du lernen, Mut von Verwegenheit zu unterscheiden. Das, was wir Pikeniere unter Mut verstehen, setzt sich aus zwei Aspekten zusammen. Selbstbeherrschung und Entschlossenheit. Wer im Kampf einer Übermacht gegenübersteht, verfällt leicht in Panik. Der Kopf scheint plötzlich wie leergefegt. Das Blut pocht in den Ohren und der Instinkt übernimmt die Kontrolle über den Körper. Als Pekinier musst du in solchen Momenten einen ruhigen Kopf bewahren. Selbstbeherrschung erlaubt es dir, auch in Krisensituationen wohl überlegt zu handeln und deine antrainierten Fähigkeiten bestmöglich einzusetzen. An den Flussufern im tiefen Wald leben gefährliche Jasons, die jeden Angreifer, der sich in ihre Nähe wagt. Häufig fallen ihnen arglose Angler und Abenteurer zum Opfer. Typischerweise jagen sie in kleinen Gruppen.
Wir umzingeln ihre Beute, verwirren sie und versetzen ihr den blitzschnell den Todesstoß. Ich möchte sehen, wie du dich in einer solchen Situation stehst. Also nimm diesen Köder und bring sie an zwei Nestern dieser Raubtiere an. Wenn du Glück hast, wirst du damit nur einen Jason andocken. Doch wie reagierst du, wenn sich plötzlich zwei, drei oder noch mehr von allen Seiten auf dich stürzen? Nun, das werden wir bald erleben. Tu, was ich dir aufgetragen habe, und dann denk dran. Immer schön die Beherrschung bewahren. Huch. Ja, da denken wir dran. So. Jetzt eiern wir hier erstmal wieder einmal rum. So, vielleicht haben wir ja Glück und können uns jetzt was Neues kaufen. Oder zumindest das erste kaufen. Vom Archivar. Wie gesagt, ich nehme jetzt gerade erstmal nur Quests an, an denen wir vorbeikommen. Ich werde jetzt nicht da zigtausend Mal suchen. Juhu, wir haben zwei. Das heißt, wir können uns jetzt hier zum Beispiel das Wächterauge holen. Das werde ich auch direkt tun. Und jetzt haben wir unser erstes selbstgeholtes Pet. So, das heißt, wir haben jetzt vier Pets. Lol, wie viele die da gerade einsammelt. Oh, okay, es ist gerade nur er. Naja, dann haben wir für diesen Part halt Palom. Da lang. Immer hier entlang. Das ist hier eigentlich... Ah, okay. Hier kriegt man Mais und so weiter. Hallöchen. Mir scheint, du suchst eine Aufgabe. Wärst du bereit, meine Schülerin ein wenig zu anzugehen? Der ist Braya und du findest sie in der Gilde der Druiden. Dort ist sie mit Arbeiten beschäftigt, die ich ihr aufgetragen habe. Doch nun fürchte ich, dass ich ihr zu viel zugemutet habe. Sie hat doch gerade erst die Ausbildung zur Druidin abgeschlossen. Vielleicht kannst du ihr unter die Arme greifen, ja? Vielleicht können wir das. So, da sitzt einer in der Schale. Grotte der versunkenen Gedanken. Nett. Ja, ich bin Braya. Warum hat dich Melaine zu mir geschickt? Puh, die Arbeit wächst mir tatsächlich über den Kopf und ich nehme deine Hilfe dankend an. Bitte für diese Thema Rosenöl in die Duftlampen im hinteren Teil der Gilde. In zwei Lampen müsste das Öl fast zu nah gegangen sein. Achte jedoch darauf, dass du niemanden bei der Meditation störst. Sei schön leise. Einmal. Irgendeinem Grund hat es wieder nicht funktioniert. Aber jetzt. Aber jetzt. So. Dann einmal willkommen zurück. Wie ich sehe, hast du deinen ersten Auftrag unbeschadet überstanden. Du hast den ersten Schritt auf dem Weg des Druidens getan, indem du dem Wald mit dem animistischen Magie geholfen hast. Wir Heiden erteilen göttlichen Schutz und manchmal zerstören wir für einen guten Zweck. Darüber, wenn es
wann es richtig ist zu zerstören, tagt der Rat der Seher mit den Gebietern, den Naturgeistern des Waldes. Und eine solche Entscheidung wird niemals leichten Herzens gefällt. Oh Gott. Da bist du nicht die Erste, die mich so erstaunt anguckt. Du musst wissen, dass wir Druiden viel Einfluss in Kredania haben. Somit eine große Verantwortung auf unseren Schultern lastet. Doch zuerst wollen wir uns auf deine persönliche Ausbildung als Druidin konzentrieren. Tu nun das, was du bereits im Wald getan hast. Atme tief ein und spüre die dich umgebende Energie. Dann nimm den Stock und fokussiere die magische Energie drin. Darin. Mithilfe einer solchen Druidenwaffe wirst du fortan deine Zauber weben. Du brauchst nur etwas Übung. Komm mal wieder, wenn du ein besseres Gespür für die dich umgebende Energie entwickelt hast. So. Ja, wir kommen wieder. Schön, dich wieder zu sehen, Ash. Und du scheinst dich inzwischen daran gewöhnt zu haben, die dich umgebende Energie bewusst wahrzunehmen. Aber die Kunst der Druiden umfasst noch viel weitere Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Um dein Wissen weiter zu vertiefen, möchte ich, dass du dich nun mit dem Wesen des Elementes Erde beschäftigst. Brich zum gesegneten Jungbaum im Nordwald auf und mache den Druiden Nolanell ausfindig. Er ist ein äußerst begabter Lehrmeister und nur wenige können es bei seiner Hingabe für die Elemente Stein und Erde aufnehmen. Er wird sicherlich gerne sein Wissen zum Thema Erde mit dir teilen. Da wir eh in den Nordwald wohnen, ist das ein ganz guter Plan. Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast deine Aufgabe ordentlich erfüllt. Bisher hatte ich keine hohe Meinung von Abenteuren, denn die meisten sind grobschlächtig und ungeschickt. Doch du legst Vorsicht und Eleganz an den Tag. Melaine hat dich offensichtlich richtig eingeschätzt, wofür ich dankbar bin. Und du kannst dich geehrt fühlen, dass sie dich ausgewählt hat. Okay. Aber du hast trotzdem noch eine Aufgabe für mich. Sehr gegrüßt, wirst du einer Druidin aus der Grotte der versunkenen Gedanken einen Gefallen erweisen? Ein wichtiges Orakelritual steht kurz bevor. Ich kümmere mich um die Vorbereitung, doch dafür brauche ich unbedingt terpenhaltiges Käfersekret. Terpenhaltiges Käfersekret lässt sich aus Marienkäfern gewinnen, die in der Nähe vom Stummen leben. Du würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn du mir das terpenhaltige Käfersekret von 6 Marienkäfern bringen könntest. Okay. Auch die finden wir, glaube ich, im Nordwald. Also, wir haben was zu tun im Nordwald. Ah. Aber ich glaube, das wird diesmal kein langer Part. Ich will den Druiden noch auf 10 kriegen. Und ja, die anderen Klassen, wie gesagt, das werden wir dann alles nach und nach jetzt so machen. Jetzt halt die Anfangsgebiete hier machen. Vielleicht in Lanoskea noch. Okay, Stufe 9 haben wir schon mal. So, Baumhörnchen brauchen wir, Marienkäfer brauchen wir wieder. Altbekannte Prozedere. Eins von 6. Dass wir 6 von diesen Hörnchen bauen, ey. Wollen wir von den Marienkäfern brauchen wir auf 6. Das kann lange dauern. So, die Bombenhörnchen haben wir wenigstens gleich.
So, zwei Marienkäfer noch. Dann haben wir auch die fertig. So, das haben wir. Nun gehst du ins Bestiarium. Da ist Mückenschwarm. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Fade. Warte mal. Ich mach mal mit dem Pikenier. So, mach mal das doch einfach mal. Weil mit dem Ruinen bringt das hier jetzt eher weniger, was da fällt. Da ist ein Fünferfeld, wir sind Stufe 6. Das bringt mehr als alles andere. Okay. So. Stufe 6. Naja, haben wir damit wenigstens auch ein Feld mitgemacht. Und haben wir mit dem hier eigentlich mehr? Naja. Ich muss es vielleicht gar nicht wissen. Stufe 7 auf jeden Fall. So, also kümmern wir uns jetzt um den Mückenschwarm, das was eh geplant war. Ach ja, Klassenleveln, es ist so herrlich. Okay, mit dem bräuchte ich dann halt auch den Mückenschwarm. Aber erstmal der Druide. Druide hat gerade Vorrang. Jetzt die Schattenmäden. Aber das würde sie ja sehr knapp mit 10.
Ich glaube, wenn wir jetzt die Klassenquests machen würden, fertig. Und das Bestiarium fertig kriegen würden. Glaube ich schon, dass wir das schaffen könnten. Aber anders. Naja, wir machen erstmal hier auch den Fade mit. Beziehungsweise. Na doch. Ach nee, ich brauche eine Stufenanpassung. Ja gut, dann. Dann machen wir mit dem Weitläufer mit. So, hier ist es noch so ein Schattenmilbe. Stufe 5. Naja. Wie gesagt, haben wir das auch schon mal. Es hat halt auch so seine Vorteile, dass wir halt drei Klassen gleichzeitig jetzt gerade machen. Man muss immer das Gute drin sehen. Vor allem diese ätzenden Levelphasen, die haben wir danach halt nicht mehr. Zumindest nicht mehr in dem Ausmaß. Sobald wir Indies laufen können, ist das alles. Egal. Stimmt, warte mal, ich weiß, wie wir noch. Warte mal. Ach nee. Ist er erst ab 10, okay. Gut. Du bist auf der Suche nach dem Druiden Nolanel? Nun, deine Suche hat ein Ende. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ah, Esomiyan hat dich gebeten, mich aufzusuchen, um mehr über das Element Erde zu erfahren. Das freut mich. Die Kraft der Erde ist das solide Fundament eines jeden Druiden. Ich könnte dir tagelang etwas über seine Varianten und Eigenschaften erzählen. Aber als Abenteurerin hast du vermutlich keine Zeit, um so lange hier zu verweilen. Stattdessen solltest du die Qualitäten der Erde am eigenen Leib durch den Kampf erfahren. Ash, ich habe folgenden Auftrag für dich. Suche Östi von hier in der Nähe der Flüsterheinstellung nach einem Fleckchen Erde, das Spuren von Verdorbenheit aufweist. Benutze die einzigartigen Sinne einer Druidin und versuche diese Wunde der Erde gestellt nehmen zu lassen. Daraufhin sollte das verdorbene Wesen erscheinen, das sich an einer soliden Wunde labt. Besiege es mit deiner mystischen Magie und stelle den natürlichen Fluss der Energie wieder her. Während dieser Begegnung wird dir das Wesen der Erde bewusst werden. Geh fort, Ash, und erwarte deinen Geist. Erweitere deinen Geist wahrscheinlich. Ja, gut. Also wir besiegen das Ding noch und ja, danach werde ich wohl den Pfad beenden, weil wir sind dann tatsächlich schon wieder bei 30 Minuten. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Deswegen, ja. Dann habe ich halt weniger geschafft. Das ist dann jetzt aber halt so. Verdorbene Erde hier. Ich weiß halt nur nicht, ob es so viel Sinn macht, Erde mit Erde zu bekämpfen, aber. Naja. So.
Das haben wir auch fertig. Dann erstatten wir noch schnell Bericht. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen aufnehme, aber wahrscheinlich eher am Donnerstag, wenn überhaupt noch. So ist es Freitag. Na, Freitag. Mal gucken. Willkommen zurück, Ash. Die Gebieter flüstern mir von deinen Erfolgen. Was war das für ein Gefühl der Verkörperung, also, der Erde gegenüberzustehen? Diese Ansturm zu überstehen, hat die vernichtende Macht dieses Element dich bis ins Mark erschüttert? Diese verdorbenen Flecken entstehen, wenn die natürliche Ordnung verloren geht. Aber durch das Besiegen dieser unreinen Hexagons hast du den Fluss der Energie wiederhergestellt. Spürst du, wie die Kraft in die Erde zurückkehrt? Das Land wurde durch deine Taten geheilt. Das Feld wird bald wieder reichhaltige Ernte einbringen. Wenn du dich das nächste Mal der Kunst der Druiden hingibst, denk an diese Aufgabe und daran, was du hier gelernt hast. Zurück. Erlebe einmal mehr die erdrückende Macht der Erde und labe dich an der Erinnerung an den wiederhergestellten Energiefluss. Dadurch wird dein Verständnis der Natur weiter zunehmen. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst, Sylphie. Diese Abenteuerin hat den weiten Weg von der Grotte der versunkenen Gedanken auf sich genommen, um eine wichtige Lektion zu lernen. Du solltest dir ein Beispiel an Ash hier nehmen. Wenn du eine Druidin werden möchtest, die diesen Namen auch verdient, dann musst du dich bemühen, die Natur zu studieren. Hörst mir zu, junge Dame. Warum sollte ich mich mit dem Lernen herumschlagen? Ich brauche kein Wissen über die Natur, um eine Druidin zu sein. Siehst du? Sylphie, du hast eine seltene Gabe für die Heilung. Eine wundervolle Gabe. Aber es gehört mehr dazu, eine Druide zu sein als... Aber ich will nicht mehr sein. Ich möchte Heilerin. Heilen. Ich bin gut im Heilen. Du kannst mich nicht zwingen, diese anderen Sachen zu tun. Manchmal frage ich mich, warum ich es überhaupt versuche. Sylphie ist kurz vor dir unserer Gilde beigetreten. Sie hat eine große Begabung dafür, Heilzauber zu weben. Sie übertrifft darin sogar einige unserer erfahrensten Brüder. Leider will sie sich nun überhaupt nicht mehr der Grundlage der animistischen Magie beschäftigen. Der Natur. Alles, was sie macht, ist nach Lust und Laune Wunden zu versorgen. Doch zurück zu dir. Ich habe dir gesagt, dass du über das Element Erde wissen musst. Du kannst nun zu Isumiyan zurückkehren. Es kribbelt halt so in meinen Finger noch, dann in den Ostwald zu gehen. Ja gut, und das hier ist halt wieder... Da brauche ich halt die Stufenanpassung. Dafür bin ich jetzt zu gut. Mit Stufe 9. Okay, 2500 kriegen wir da noch durch, 1700 dadurch. Wir sind schon mal 1000. Oh, das wird ganz knapp. Das wird ganz knapp. Na, wir versuchen es. Wir versuchen das noch zu regeln. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Das möchte ich von euch kriegen. Ein Charakter schon mal auf Level 10. Der Wert hat morgen nur noch diese verflixt. Also beim nächsten Mal nur noch diese verflixt 15. Also 5 Level. Die verflixten 5 Level. Hey.
Aber da wir die Gilden geheilt haben, wäre das halt auch schon mal kein Problem. Zumindest für das letzte. Den letzten Abschnitt. Naja, wir schauen. Wir gucken, was sich daraus ergibt. Willkommen zurück. Hast du genug Käfersekret sammeln können? Ja. Vielen Dank, das reicht für das Ritual. Ich danke den Gebietern und dem Wald dafür, dass sie dich zu mir gesandt haben. Hier, nimm dies als kleine Entschädigung für deine Mühen. Ah, Ash, du bist von der Lehrstunde bei Nolanel zurück? Hast du dich gegen die Erde behauptet und ihre erdrückende Macht erfahren, ihre lebenserhaltende Energie? Du bist also Sylphie während deiner Lektion begegnet und sie hat sich geheilt, sagst du? Ich kann Nolanels Frust wegen des Mädchens gut verstehen. Wie du selber gesehen hast, besitzt Sylphie ein natürliches Talent für Heilung und das Wiederherstellen. Aber vielleicht ist es gerade diese angeborene Gabe, die sie daran hindert, die Notwendigkeit zu erkennen, mehr über die Natur zu lernen. Sie weiß nichts über die Elemente Erde oder Wind. Sie kann nicht einmal den kleinsten Kiesel oder die sanfteste Brise beschwören. Ich habe mehrfach versucht, ihr zu erklären, dass eine Druidin ohne dieses Wissen gefährlich und unvollständig ist. Leider fürchten meine Belehrung nicht. Aber auch wenn sie es vehement verleugnet, so ist der Bund eines Druiden mit der Natur doch wesentlich. Sollte sie weiterhin den Pfad der Ignoranz beschreiten, könnte der rücksichtslose Einsatz ihrer Kräfte zu einem gefährlichen Ungleichgewicht führen. Ash, vielleicht war deine Begegnung mit Sylphie eine Fügung der Gebieter. Solltest du erneut auf sie treffen, so bitte ich dich, ihr zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, sich für die Stimme der Natur zu öffnen. Deine Ausbildung jedoch verläuft äußerst zufriedenstellend. Du bist stets gehüllt in die Umarmung der Natur. Nach allem, was du gelernt hast, hoffe ich, dass du die wahrhaftige Bedeutung dieser Worte erkennst. Gut. Na, mal gucken. Ja, damit kriegen wir dann halt auch noch mal 420. Gut, dann gehen wir einmal zur Pekniergilde. Und dann machen wir uns auf den Weg in den Ostwald. Ja, dann ist dieser Part halt auch wieder 15 Minuten lang. Eventuell muss ich dann halt die Parts splitten. Aber eigentlich in der Regel wird das ja nicht machen. Wenn ein Part 15 Minuten lang ist, dann ist er halt 50 Minuten lang. Ich kann auch manche Stellen vielleicht einfach vorspulen. Mal gucken. Du hast die Baumhörnchen erlegt. Vielen Dank. Das mag eine einfache Aufgabe gewesen sein. Doch vielleicht war es ein erster Schritt zu großen Taten. Ich glaube, du wirst das Abenteuer noch weit bringen. Du willst wissen, was mit Abenteuern ist, die solche Aufgaben nicht schaffen? Solche Pfeifen werden hier nicht glücklich und verschwinden ganz schnell wieder aus der Stadt. Du wirst bald schon sehen, wohin. Gut. So, ich werde jetzt einmal einen ganz kurzen Cut machen und wir sehen uns dann wieder, wenn wir im Ostfeld sind. So. Um das Ganze etwas abzukürzen, habe ich ja jetzt einen kleinen Cut gemacht und wir sind jetzt hier im Ostwald und sind auf der Suche nach den Kapgeiern. Die eigentlich in aller Regel hier sein müssten, wenn sie nicht gerade plattgewalzt werden würden. So. Jetzt also die letzten Minütchen versuchen, auf Stufe 10 zu kommen, damit ich mein Ziel für heute erreicht habe. Ich meine, dann haben wir den Druiden dann auf 10, wenn es klappen sollte.
den Pekingier auf 7 und den Weitläufer auf 5. Also ich glaube, das ist schon ganz gut. Das Problem ist halt, ich kann halt schon nicht mehr sitzen. Okay, gerade so auf den letzten Zügen. Ist halt immer so dann, wenn die Müdigkeit so richtig kickt erstmal. So, ich brauche 3 Stück von den Viechern, also jetzt noch 2. Sag mal, ich klicke das Ding an. Der Wind wird drauf geprescht, aber man selber kann nicht angreifen. Ja, doch, wir schaffen's. Wir schaffen's auf 10. So, nur eigentlich. Oder? Ich weiß es nicht. Doch, eigentlich müssten wir auf 10 kommen. Ja. Perfekt, Stufe 10. So, wir haben Medica erhalten. Damit können wir negative Zustandsveränderungen entfernen. Und Resedra. Ist auch wichtig. So, gut. Hier können wir nichts weitermachen. Gut. Dann haben wir hier unseren Char auf Stufe 10 jetzt. Unseren Druiden. Und ja, das Feld lichtet sich auf jeden Fall. Wir kommen gut voran. Beim nächsten Mal sind es hier halt noch 5. Level. Hier dann halt auch noch ein paar Level. Dann sind es noch 10 Level. Also, ich glaube, wir kriegen das alles noch ganz gut hin. Wir sind gut im Zeitplan. Also, wenn ich einen hätte, wären wir da wahrscheinlich gut zerplanen. Und ja, vielleicht schaffen wir es dann bei der nächsten Aufnahmesession, das Gebiet um Gridania fertig zu kriegen. Und ja, mal gucken. Vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Thank you.